Willkommen bei Steinzeit, liebe Zuschauer. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder zu unserem Programm gefunden haben oder vielleicht auch ganz neu hier sind. Mein heutiger Gast ist ein wirklich außergewöhnlicher Mann, der in seinem Leben Unglaubliches schon geleistet hat. Er heißt Professor Winfried Stöcker und hat vor einiger Zeit für ziemlich viel Aufsehen gesorgt, weil er sich nämlich erdreistet hat, einen eigenen Impfstoff zu kreieren, der auch noch hocheffektiv war. Aber anstatt, dass man ihm dafür gratuliert hätte, bekam er direkt Reaktion des Staates zu spüren, und zwar sehr drastisch. Und seine Einstellung gegenüber dem Staat und warum wir hier in einem Land leben von denen, die durchs Tal gehen, ja, das wird er mir heute erzählen in einem Gespräch. Ich freue mich sehr, dass ich ihn als Gast gewinnen konnte, und das gibt's jetzt bei einer neuen Ausgabe hier bei Steinzeit. Ja, einen schönen guten Tag, Herr Professor Stöcker. Es freut mich sehr, es ist mir eine große Ehre, dass ich mit Ihnen ein Gespräch führen darf. Ich grüße Sie recht herzlich. Guten Tag, ich freue mich, dass ich mit Ihnen sprechen kann. Ja, Herr Stöcker, wenn man Sie recherchiert, dann fällt auf, dass Sie ein sehr umtriebiges Leben hatten. Also wirklich unfassbar, was ein Mensch in eine Lebenszeit alles packen kann. Sie sind Unternehmer, Arzt, Erfinder, sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Nebenbei haben Sie auch noch einen Flughafen, habe ich gelesen. Also es ist unfassbar, muss ich echt gestehen. Und ich bin da ein bisschen auch intimidated, sagt man im Englischen, ja, dass ich einen Mensch mit Ihrer Vita jetzt im Gespräch haben darf. Aber das kann ich alles nachlesen im Internet. Was mich viel mehr interessiert ist, wer sind Sie jetzt? Wer ist der Professor Stöcker, der mir jetzt gerade gegenüber sitzt? Was prägt Sie in Ihrer jetzigen Lebensphase? Ich habe ja die Firma Euroimmun, die ich mal gegründet hatte, abgegeben an Amerikaner, um der Sorge gerecht zu werden, dass die Firma vielleicht ohne mich dann nicht mehr vernünftig weitergeht. Ich wollte sie dann auch nicht meinen Kindern übergeben. Das wäre die Aufgabe zu schwierig oder es wäre zu umfänglich. Und dann habe ich eine amerikanische Firma gefunden, die uns sehr gut brauchen kann und die dadurch oder deshalb unser Unternehmen Euroimmun erhält. Und das hat sich dann auch herausgestellt, dass das eine sehr gute Entscheidung war. Mhm. Also die Firma läuft weiter, wie sie vorher gelaufen ist. Die Firma, die uns gekauft hat, die hat Produkte, die wir führen, nicht in ihrem Programm. Das heißt, sie ersetzen jetzt nicht das eine durch das andere. Und die Firma Euroimmun konnte so weiter gedeihen wie von Anfang an. Und die sind auch umsatzstärker geworden in alter Tradition. Das haben sie fortgesetzt. Mhm. Die Firma wird sehr gut weitergeführt. Und dafür habe ich dann denn auch eine gute Entlohnung gekriegt. Und da muss ich natürlich auch sehen, dass ich das, was ich dort eingenommen habe, dann auch wieder sinnvoll ausgebe, dass es Nutzen stiftet. Mhm. Ich will da jetzt nicht meine Familie versorgen, sondern ich will der Allgemeinheit etwas Vernünftiges bieten. Deswegen habe ich zum Beispiel diesen Lübecker Flughafen erworben, weil der gebraucht wird und dann niemand sich darum kümmern wollte. Oder ich habe in der Oberlausitz, wo ich geboren bin, da baue ich in dem elterlichen Betrieb, der jetzt aber mir gehört. Und da baue ich jetzt eine Produktion auf für etwas, was vielleicht meine Kinder dann machen können, dass wir Obst, Konserven und solche Dinge dort herstellen. Da habe ich mir ein paar Sachen ausgedacht, die sehr gut geschätzt werden. Und wir können herrlichen Apfelsaft pressen oder viele verschiedene Marmelade machen, die sich dadurch auszeichnet, dass sie nicht so viel Zucker enthält, aber sehr natürlichen, guten Geschmack. Da haben wir einiges entwickelt. Das wäre dann etwas, ein Happen, der vielleicht von meinen Kindern dann auch zu schlucken. Ich verstehe. Ja. Ich habe voller Überraschung und auch Freude festgestellt, dass Ihre Vita und speziell Ihr Kaufhaus Görlitz mit einem meiner Lieblingsfilme verbunden ist, Grand Budapest Hotel, dass das dort gedreht wurde. Ich bin ja aus allen Wolken gefallen, als ich das gelesen habe, dass man in Ihrem Kaufhaus da die Kulisse gefunden hatte für diesen großartigen Film. Wie geht es da voran? Das ist nicht ganz leicht, wie ich gelesen habe, diese ganzen Denkmalsvorschriften, die man da Ihnen in den Weg legt. Glauben Sie, dass kommt zu einem guten Abschluss, Ihr Projekt da mit dem Kaufhaus? Also zunächst mal habe ich eigentlich dadurch, dass da der Budapest-Film gedreht wurde, und dann kam das in die Zeitung, und ich habe natürlich dieses Kaufhaus schon immer wieder mal gesehen und
mich dafür interessiert. Aber die haben geschrieben, es gibt niemanden, der das weiterführen will. Und dann hatte ich gerade in der Gegend zu tun und bin dort beim Bürgermeister vorstellig geworden. Und dann habe ich gemerkt, dass wir vielleicht in der Lage sind, dieses Kaufhaus in die Hand zu nehmen und wieder zur alten Größe zurückzuführen. Und dann habe ich das gekauft. Also der Anlass war der Bericht über diesen Film Budapest Hotel. Wobei ich sagen muss, mir hat der Film nicht gefallen. Es gibt auch andere Filme, die jetzt zur Zeit da drin gedreht worden sind. So Babylon, diese Richtung. Und die kommen jetzt bei RTL, wird das dann gezeigt. Das ist so nicht meine Stilrichtung. Und dass sie da bei diesem Budapest Hotel irgendwo, haben sie da einem die Finger abgehackt oder irgendwie lagen da plötzlich Finger rum. Diese Sensationslust, die dort befriedigt wird, das ist jetzt nicht, was mir gut gefällt. Ich guck ist Geschmackssache. Ja. Ist ja auch gar nicht unser Thema. Ich wollte es nur ganz kurz erwähnen. Wir haben ja ganz andere Themen vorbereitet, vor allem. Aber was Sie gefragt haben, die Schwierigkeiten, die sich dort ergeben, die rühren daher, dass viele Leute dort mitreden wollen. Also auch Leute, die, was dann sie fordern, nicht selber bezahlen müssen. Mhm. Und wir haben natürlich dort mit dem, wir sind selber, das konnte ich auch an verschiedener anderer Stelle zeigen, auch in der Oberlausitz, die Fabrik meines Vaters, die ich wieder so schön hergestellt habe, wie sie vorher nie gewesen ist. Mhm. Und eine andere Fabrik dazu. Und auch in der Region, wo ich hier in Schleswig-Holstein mich betätige, ich habe überall gezeigt, dass ich was Ordentliches mache und dass man dort dann mir alle Kleinigkeiten so vorschreiben will. Das ist mir natürlich sehr zuwider. Und ich musste auch ein bisschen noch Gelände dazu akquirieren, dass ich dort eine vernünftige, zukunftsträchtige Version schaffen kann. Da gehört zum Beispiel, dass man eine bestimmte Größe bekommt. Dann habe ich da gab es hinter dem Kaufhaus, gab es ein, die nennen das City Center, das hat jemand gebaut, hat dafür ein altes, ehrwürdiges 2000-sitziges Theater abgerissen, das hieß der Wilhelmsbau. Und das ist dann durch ein modernes Kaufhaus dann ersetzt worden und das muss man zusammenführen. Und dann ist aber da noch keine anständige Anlieferung möglich und die Zufahrt ist schlecht. Das Parkhaus, was sie gemacht haben, ist nicht so, dass man da gerne reinfährt. Also dort haben wir uns vorgenommen, das neu zu erstellen und das miteinander zu verbinden mit dem alten Kaufhaus. Denn wir brauchen eine Fläche von 20.000 Quadratmetern, um das Kaufhaus wirtschaftlich zu betreiben. Und da habe ich natürlich so meine Schwierigkeiten und Steine in den Weg gelegt bekommen. Wobei ich sagen muss, die Stadt Görlitz hat da sehr tüchtig mitgeholfen, dass ich zu meinen Zielen komme. Denn die sind ja hochinteressiert daran, dass das Kaufhaus wieder neu ersteht. Und das werden wir schon schaffen. Es ist natürlich, muss man heute sehen, im Augenblick werden wir, ich habe natürlich das Vermögen großenteils in Aktien, Wertpapieren angelegt und dann geht jetzt überall der Kurs herunter. Dann muss ich mal sehen, wie viel mir dann übrig bleibt, um da was Gescheites draus zu machen. Okay, und das gleiche Thema habe ich in Lübeck mit dem Flughafen. Da hat man dadurch, dass jetzt Corona uns dann auch noch einen Strich durch die Rechnung gespielt hat, hat man die Auslastung nicht für die Flugzeuge und muss trotzdem den Betrieb aufrechterhalten. Und dann kostet der Sprit jetzt noch mal doppelt so viel wie vor einem Jahr. Das sind alles schlechte Vorzeichen und wir müssen halt sehen, wie wir damit zurechtkommen. Das ist nicht ganz einfach. Ich sehe schon, Sie sind unternehmerisch da wirklich herausgefordert. Da würde ich gerne dann im zweiten Teil von unserem Gespräch draufkommen, gerade was die wirtschaftliche Situation in Deutschland angeht. Aber Sie sind vielen unseren Zuschauern natürlich ein Begriff, weil Sie zur Hochzeit der ganzen Impfkampagne medial sehr aufmerksam geworden sind oder man ist auf Sie aufmerksam geworden. Sie haben sich tatsächlich erlaubt, einen alternativen Impfstoff zu entwickeln, den Sie auch noch an sich
sich selbst und ihren Mitarbeitern getestet haben, mit sehr guten Ergebnissen in Bezug auf Immunität. Und plötzlich hat die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen sie. Das war natürlich etwas, was dem normalen medizinischen Laien seltsam vorkommt, wenn da ein fachkundiger Mediziner mit einer tollen Alternative um die Ecke kommt und man ihnen dann salopp gesagt auf die Finger schlägt damit. Wie haben Sie die ganze Kontroverse damals mitgekommen und oder was hat das mit Ihnen gemacht und vor allem, wie ist der Stand der Dinge diesbezüglich gerade? Wenn Sie von alternativer Impfung sprechen, dann sollten Sie meine als die Standardimpfung bezeichnen. Und die andere, okay. Auch ins Gespräch gekommen wird oder zur Anwendung, das ist eine Alternative, die nicht ausreichend geprüft worden ist. Wir haben einfach eine Idee versucht zu realisieren und zu verwirklichen, die das sieht einer, der fachkundig ist, das sind aber die Leute vom Paul-Ehrlich-Institut nicht, der weiß, worum es geht, der sieht sofort, wie gefährlich diese Impfung ist, wenn sie eine RNS oder einen Virus appliziert kriegt, der Antigen-Vorschrift bringt und dann muss der eigene Organismus das Antigen, mit dem der Mensch immunisiert werden soll, dass er das selber produzieren muss. Und das bedeutet, die Immunität, die sich dann aufbaut, die richtet sich dann gegen die körpereigenen Zellen. Das ist ein neues Prinzip, das vielen Menschen schon das Leben gekostet hat und ganz tausende Menschen krank gemacht hat. Während das Prinzip, was ich als erster eingesetzt habe, ich denke mal, das wird bestimmt die erste Impfung gegen Corona gewesen sein, die ich bei uns gemacht habe. Dieses ist ein ganz einfaches Wirkprinzip. Es wird ein unscheinbares Protein genommen und mit dem wird immunisiert. Das ist eine Kopie des Virus, der Virusoberfläche, der Teil, mit dem der Virus sich an die Zellen bindet. Genau diese rezeptorbindende Domäne heißt die. Die haben wir gentechnisch hergestellt und mit der haben wir immunisiert. Und da muss der Organismus nicht selber Antigen herstellen, sondern der kann sofort anfangen, Immunität auszubilden. Und damit haben wir wir haben also 97% der Leute, die das gekriegt haben, die sind, und zwar ordnungsgemäß alles immer auch getestet und nicht einfach nur gespritzt und dann gesagt, zweimal ist genug. Wir haben von Anfang an dreimal immunisiert, wie es sich gehört für solche Art der Immunisierung und haben einen unglaublichen Erfolg damit. Und keiner wird krank durch diese Impfung. Und es sind also, wir haben ja auch das Grundgesetz erlaubt es den Ärzten, dass sie diese Impfung anwenden und wenn sie nur den Impfstoff selbst herstellen. Und da haben wir die glückliche Situation, dass sie das Antigen, was wir bereitstellen lassen, und ein Adjuvans zusammenmischen müssen und dann verabreichen. Also wir können nicht einen Impfstoff auf den Markt bringen, da gibt es die Gesetze, die erlauben das nicht, aber wir können Substanzen anbieten oder lassen und dann kann der Arzt sich die Substanzen miteinander mischen und dann hat er einen fertigen Impfstoff. Der darf nur diesen fertigen Impfstoff nicht in Verkehr bringen. Also das darf man nicht verkaufen. Da gibt es also so lautende Gesetze, obwohl auch das natürlich viel besser wäre als eine Einpflanzung eines Gens in unsere Zellen, dass sie dann den Impfstoff praktisch selbst herstellen. Dadurch machen sie sich selber zum Ziel der eigenen Immunität. Das ist die größte Dummheit, die man sich vorstellen kann, die aber dadurch eben gefördert wird, dass viele Leute da Geld verdienen wollen, einschließlich der Behörden. Wenn man so sieht, dass europäische Behörden, die Medikamenten überwachen, stellen da, die kriegen 300 Millionen Euro für ihre Prüfungen, die sie da veranlassen und dass sie dann wichtigen Stempel da draufsetzen. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich mache das einfacher und die kriegen dafür kein Geld, dann haben sie schon mal die Leute gegen sich. Und dann haben sie ganz viele Wissenschaftler gegen sich, die damit davon profitieren, von den umfangreichen Studien, die man mit diesen neuen Impftechniken da veranlasst. Und dann kriegen die ihr Geld nicht mehr. Ich kann ihnen ein Lied davon singen und könnte Namen nennen, mach's aber nicht. Wo sie ganz genau wissen, weil sie Geld dafür kriegen für diese Vergleichsuntersuchungen, da versuchen sie, dieses einfache Verfahren, was wir einsetzen, zu diskreditieren. Es ist eine Schande, was sich hier alles abspielt.
Können Sie sich erklären, warum von Seiten der Staatsanwaltschaft dann gegen Sie vorgegangen wurde und vor allem auch bei den mittlerweile, ich glaube, zum Himmel schreienden Fakten der diesbezüglichen Impfung, warum es da von Seiten der Politik, auch der Wissenschaft, so wenig Interesse an der Aufklärung und Aufarbeitung an diesen ganzen Fällen gibt? Wie ordnen Sie dieses Geschehen ein? Weil wir als medizinische Laien und Beobachter sind da wirklich auch in einer Situation. Jedem, der das aufmerksam verfolgt, muss klar sein, hier stimmt irgendetwas nicht und es gibt offensichtlich keinen Willen, das Ganze authentisch aufzuarbeiten. Es sieht danach aus, dass zum Beispiel diese Behörden, wenn das offen ans Tageslicht gerät, was sie für Dummheiten dort gemacht haben, die wollen das vermeiden, dass das ans Licht des Tages kommt. Das ist einer der Gründe. Oder der andere, wenn Leute jetzt an einer großen Studie sich beteiligen, sagen wir mal irgendein großes Krankenhaus, das bekommt sehr viel Geld von den Impfstoffherstellern, dass sie die Vergleiche machen. Und die machen dann die Sache auch viel komplizierter, als es nötig wäre. Aber umfangreich, dass man sagt, man muss ungefähr vielleicht 50 Millionen Euro da reinstecken, um so einen Vergleich zu schaffen, der akzeptiert wird. Dann verdienen an diesen 50 Millionen etliche Krankenhausärzte oder andere, weil sie ja die Patienten untersuchen müssen und sie müssen dann da Gruppen bilden und sie müssen Placebo-Gruppen mit Vero-Gruppen vergleichen. Und für diesen ganzen Aufwand, da kriegen die einen Haufen Geld, aber das bräuchte es gar nicht. Man muss einfach nur die Menschen, wenn man einen Wirkstoff hat, wie wir das vorweisen können, man impft meinetwegen in einer Stadt 10.000 Leute und stellt fest, dass keine ungünstigen Nebenwirkungen entstehen. Das ist bei uns auch der Fall. Also es sind jetzt 70.000 Impfungen wahrscheinlich durchgeführt worden von den Ärzten, die von ihrem Grundrecht Gebrauch machen, sich was zusammenzumischen und das abzuverimpfen. Und dann vergleichen Sie das mit der Inzidenz, die Inzidenz, die Sie da jetzt erhalten bei den Geimpften, vergleichen Sie mit der Inzidenz bei den Nicht-Geimpften. Und damit können Sie sofort zeigen, wie wirksam die Impfung ist und wie unschädlich die Impfung ist. Also das ist der zweite Gesichtspunkt. Man muss alle Geimpften überprüfen, ob sie durch die Impfung einen Schaden bekommen. Und erwartungsgemäß, weil dieses Impfantigen, was wir dort applizieren, weil das so unscheinbar ist und weil das auch solche Art der Immunisierung millionenfach schon durchgeführt wird, zum Beispiel bei Patienten, die Allergien aufweisen, dann spritzt man kleine Proteine, Allergene, die auch oft rekombinant hergestellt werden und dann desensibilisiert man diese Menschen, also Hyposensibilisierungsmethode und dann das wird so oft durchgeführt, da ist es auch egal, welches Antigen, ist auch egal, ob die Krankheit so gravierend ist, gegen die sie, vor der sie sich schützen. Letztendlich ist das so was ganz Einfaches. Da kann nichts passieren und passiert auch nichts. Und dann nimmt man aber eine Methode, die man überhaupt noch nicht geprüft hat und wo einer, der ein bisschen Ahnung hat, merkt, hier geht, das muss schiefgehen. Wenn Sie den eigenen Organismus mit RNS beaufschlagen, die Zellen machen das Antigen selber, die Zellen werden vom bereits existierenden der Immunität angegriffen und dann kriegen sie Herzinfarkt oder Myokarditis, also Herzmuskelentzündung oder sie kriegen Schlaganfälle, alles Mögliche kann da passieren oder es gibt Thrombosen. Entschuldigung, weißt du was, lass mich mal in Ruhe, ich habe gerade ein Interview. Ja? Der Schaden, der durch diese Art der Impfung gemacht wird, ist voraussehbar. Mhm. Und jetzt versucht man aber, alle Hinweise darauf unter den Tisch, unter den Teppich zu kehren, um natürlich eine Motivation, die man auch akzeptieren kann. Man versucht, möglichst viele Leute zu immunisieren auf dem Wege und dadurch die Krankheit einzudämmen. Das schafft man auch. Und es ginge nur leichter und ohne solche gefährlichen Nebenwirkungen, wo tausende Menschen schon gestorben sind dran oder schwer dran kauen.
dass sie die Krankheit überwinden, die sich dann teilweise sehr schwer ausmacht. Sie haben gerade Ihre eigenen Studien angesprochen und inwieweit Sie Rückschlüsse ziehen können auf die Wirksamkeit und Effektivität dieser Impfstoffe. Was wir seit über 2,5 Jahren erwarten, ist eigentlich, dass Kohortenstudien seitens des RKI oder PEI durchgeführt werden. Es wird bis jetzt immer noch nicht geforscht in dieser Richtung, wie groß die Effektivität eigentlich ist. Wie erklären Sie sich oder wie beurteilen Sie die Rolle vom Robert-Koch-Institut oder Paul-Ehrlich-Institut, unserer führenden Wissenschaftler in dieser ganzen Pandemiesituation? Wie schätzen Sie das ein, was da passiert? Zunächst möchte ich sagen, ich habe keine Studien durchgeführt. Das darf ich nämlich nicht. Da bedarf ich einer Genehmigung durch eine Behörde. Wir haben nur dem Umkreis oder die Ärzte, die davon Gebrauch gemacht haben, von dieser Möglichkeit, die können sich das im Internet, können sie eine Adresse ausfindig machen, wo sie das bestellen können. Dann können sie das ihren Patienten geben. Und dann sehen sie den Erfolg. Sie können dann messen. Also wir haben keine eigene Studie. Wir wissen nur aus dem, was in meinem Umfeld, das sind vielleicht 2.000, 3.000 Impfungen gemacht, bei denen wir festgestellt haben, dass sie 97% hochgradige Immunität erreichen, die sie vor der Krankheit schützt. Das okay, nennen wir es anders, nennen wir es nicht Studie, sondern Ihre Untersuchungen, die haben ja belegt, dass Sie mit dieser Methode erfolgreich sind. Und warum wird die Effektivität der Corona-Impfungen von den öffentlich-rechtlichen Instituten, öffentlich-rechtlich sage ich schon, also von den staatlichen Instituten, warum wird das nicht untersucht? Ich denke mal, viele von denen sind abhängig von den Impfstoffherstellern, die jetzt im Markt erfolgreich sich betätigen. Und man sieht auch, wie viel 100 Milliarden die kassieren für ihre, in meinen Augen, schlechte Impfung. Und da profitieren etliche Leute davon, wie zum Beispiel diese Krankenhausärzte. Und die haben sich einmal dafür eingesetzt. Und dann ist es schwer, die dazu zu bewegen, das zuzugeben, was sie für einen Fehler machen. Also das ist schon eine starke Motivation. Die andere, dass die Behörden Geld verdienen und von diesen Impfstoffherstellern auch viele Millionen Euro oder hunderte Millionen Euro kassieren. Und das möchten sie denn auch, dass das so weitergeht. Also das sind einige Motive. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, die Behörde möchte ernst genommen werden und jeder muss die hohe Bedeutung einer Behörde dann richtig einschätzen. Und wenn da jemand davon abweicht und einfach ohne die lange zu fragen eine Impfung initiiert, da sind die natürlich dagegen. Das ist so ähnlich wie bei Galileo Galilei, der musste dann eben zugeben, dass die Sonne sich um die Erde dreht und nicht umgekehrt. Genau. Und das ist hier genau dasselbe. Und das werden Sie überall und überall finden. Und wenn Sie sagen, Sie wollen jetzt keine Autos mehr mit Verbrennungsmotor, dann ist dann auch jede Vernunft, das widerspricht jeder Vernunft. Oder Sie haben Energiebedarf enorm und wollen die Atomkraftwerke abschalten. Da ist die Ideologie dahinter. Also einmal, der Staat muss immer die Oberhand besitzen und diese Überzeugung, die müsste man überwinden. Und das kostet mich natürlich auch sehr viel Energie. Ja, kann ich mir vorstellen. Lassen Sie uns kurz noch bei diesen ganzen medizinischen Themen bleiben. Und zwar die Rolle von NGOs, speziell jetzt auch die Bill & Melinda Gates Foundation. Vor 2 Jahren gab es schon Wissenschaftler, die gesagt haben, Mediziner, Forscher, die sich gut auskennen, die gesagt haben, es gibt ja einen sehr großen Einfluss seitens dieser Institutionen, gerade Bill & Melinda Gates Foundation. Und das wurde alles als Verschwörungstheorie abgetan. Mittlerweile hat es auch der Mainstream erreicht. In einem Weltartikel vor einigen Wochen wurde gesagt, dass die Politik von der WHO maßgeblich von privaten großen Playern bestimmt wird. Wie schätzen Sie die Rolle von diesen NGOs ein und haben Sie eine Idee für deren Interesse? Ich meine, wenn man dort jemand, der sehr vermögend ist und gibt Geld in eine Institution und verdient auf dem Wege dann wieder noch mehr Geld, das ist alles legitim und das rechtfertigt aber nicht, dass man schlechte, gefährliche Impfstoffe einsetzt. Also wie weit die NGOs hier eine große Rolle spielen, das vermag ich nicht zu beurteilen. Da
ich glaube, man muss das auch überwinden, wenn man sieht, dass die NGOs, also Non-Governmental Organizations, dass die dort die Gesellschaft schädigen, dann sollte man denn auch Abstand nehmen von allem, was die dort unterstützen. Okay, dann die Rolle von Deutschland. Man hat ja immer von Schweden, von einem Sonderweg gesprochen. Ich würde jetzt gerne den deutschen Sonderweg mit Ihnen ein bisschen erörtern. Wenn wir uns die Welt anschauen, wie die Welt mittlerweile mit dieser ganzen Pandemie umgeht, dann sehen wir, dass in Deutschland offensichtlich die Herrschenden oder vielmehr die elitäre Klasse hier einen gewissen Gefallen gefunden hat an diesen ganzen Maßnahmen. In Berlin wird Ende des Monats Oktober die Maskenpflicht in Innenräumen wieder einführen. Ich kann mir vorstellen, dass der Rest der Bundesländer nach und nach mit ziehen wird. Warum ist gerade in Deutschland hier das Corona-Regime oder diese ganzen Maßnahmen, warum ist das alles auf so fruchtbaren Boden gefallen, dass die Leute da freiwillig mitmachen? Ich sehe immer mehr Menschen, die jetzt wieder die Masken aufsetzen. Warum ist Deutschland hier so anders wie in anderen Ländern? Ich halte die Masken für sinnvoll, die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern, die also zu reduzieren. Tatsächlich, weil mir keine einzige Studie bisher bekannt wurde, die das nachgewiesen hätte. Im Gegenteil, es wurde eher die Schädlichkeit dieser ganzen Masken bestätigt durch die Rückatmung CO2, durch die verstärkte Keim- und Virenbelastung, durch falsches Tragen und zu langes Tragen. Also das, was ich bisher recherchiert habe, war eher so Masken kritisch zu sehen, ja. Also ich bin ja auch eine Zeit lang immer in der Chirurgie gewesen und habe da gearbeitet. Da werden Sie heute wie früher die Masken finden, wenn operiert wird. Und damit erreichen Sie, dass Sie durch die Ausatmungsluft, dass Sie dort Mikroben verteilen, die den Patienten dann schädigen, dass der dann seine Wunde infiziert bekommt. Und deswegen bin ich mir ganz sicher, dass Masken einen Sinn haben. Und natürlich, und auch die Chirurgen, die müssen das jeden Tag machen, stundenlang. Und das haben sie dann auch überlebt, sonst hätten sie dann aufgehört zu operieren. Ich glaube, das sollte man nicht zu sehr überstrapazieren. Und wenn jemand den diese Masken nicht verträgt, sollte dann eben erst mal zu Hause bleiben, bis wieder im nächsten Frühling die Maskenpflicht entfällt. Ich glaube, die Masken sind eine gute Sache in dem Zusammenhang. Natürlich eine gute Impfung dazu, das würde uns dann sehr schnell der Maskenpflicht entheben. Aber Masken ist nichts Schlechtes. Ja, es deckt sich jetzt nicht ganz mit meinen Recherchen, weil immer dann, wenn Maskenpflicht abgesetzt worden ist und die ganzen Maßnahmen zurückgefahren worden sind, sind auch die Inzidenzen runtergegangen. Ich sehe diesen Zusammenhang nicht unbedingt, dass eine Maske da in den Sachen Inzidenzen was verändert. Aber egal, das ist nicht der Schwerpunkt des Gesprächs. Mir geht es vielmehr darum, mit Ihnen zu erörtern, was diese Zeit mit uns gemacht hat. Gerade wenn Sie jetzt als Unternehmer auf dieses Land schauen, Sie haben es ja schon anklingen lassen, dass Sie da auch sehr herausgefordert sind mit den Spritpreisen für Flugzeuge, mit Transportkosten, sämtliche Warenlieferungen verteuern sich, verknappen sich. Wie sehen Sie denn als Unternehmer die momentane Situation des Standortes Deutschland? Sie haben in Ihrer Lebenszeit mehr oder weniger mitbekommen, das deutsche Wirtschaftswunder. Ich schätze mal, Sie sind irgendwann, ich habe jetzt Ihren Jahrgang nicht genau im Kopf, aber 47, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geboren und die ganze Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland in Ihrer Vita drin. Wie beurteilen Sie die jetzige Situation? Wir sind damals in einer Aufbruchphase gewesen und wir waren hoch motiviert und wir haben, ich persönlich, dann auch umfangreich Technologien entwickelt, zur Wirksamkeit gebracht und ich habe meinetwegen das Unternehmen Euroimmun gegründet und aufgebaut und da sind jetzt über 4.000 Leute, die daran arbeiten und 700 Millionen Euro machen die Umsatz. Das war, und da haben wir jedes Mal immer Wege gesucht und gefunden und haben dadurch den Erfolg gehabt. Und diese für einen erfolgreichen Unternehmer, der mit offenen Augen durchs Leben geht und immer Lösungen sucht und Lösungen findet, ist das schwer auszuhalten, was für in der Politik zum Beispiel, was schlechtes Personal alles anrichten kann. Also insofern ist im Augenblick, es sind da keine qualifizierten Leute, weder in der Regierung und viel zu wenig im Bundestag,
dass dort vernünftige Politik gemacht werden kann. Da könnte ich Ihnen 20 Beispiele hintereinander aufzählen. Und ich leide sehr darunter, welche geringe Kompetenz zurzeit in der Regierung und in der Politik zu finden ist. Wäre die nächste Frage gewesen, und zwar in Bezug auf die Rolle der politischen Entscheidungsträger, wie Sie die einschätzen, haben Sie ja jetzt schon anklingen lassen. Sehen Sie da noch eine Chance, dass wir mit diesem Personal die jetzige Situation auch nur ansatzweise in den Griff kriegen? Oder müsste es da eigentlich einmal einen kompletten Austausch geben? Dieses Personal wird das immer weiter so treiben und die sind unfähig und es wäre schön, man könnte sie austauschen. Leider ist die einzige Gruppierung, die zurzeit vernünftige Lösungsvorschläge macht, die wird dadurch belastet, dass da so ein bisschen was aus der Vergangenheit des Dritten Reiches dort sich mit eingeschlichen hat. Und wenn man vielleicht diese Last los würde und die Leute von der AfD können ihre konstruktiven Vorschläge durchziehen und sie würden vielleicht die CDU und die FDP dazu kriegen, dass sie dem dummen Volk, den dummen Leuten im Volke nicht so sehr nach dem Munde reden. Das wäre eine konstruktive Möglichkeit, Politik zu betreiben. Ich verstehe, was Sie meinen. Die AfD wäre eigentlich ganz vernünftig, wenn nicht der rechte Flügel wäre, Höcke und Co. Ja. Deswegen sind die unwählbar. Aber die Thesen, die Sie haben oder auch die Argumente, die Sie bringen. Einige Thesen, nicht alle. Viele. Wenn sogar die Wagenknecht und AfD mehr oder weniger deckungsgleich sind mit der Analyse der jetzigen Situation, dann heißt das ja schon einiges, ja. Aber was würden Sie denn als Unternehmer, nehmen wir mal an, jetzt kommt jetzt irgendjemand daher und sagt, Herr Stöcker, wir haben jetzt eine Notsituation, Sie sind ab morgen Bundeskanzler. Was würden Sie als erstes auf den Weg bringen und wie würden Sie diese Situation jetzt angehen? Denken Sie mal groß. Es gibt ja jetzt so verschiedene Themen. Ja. Ich würde auf Russland zugehen und würde sagen, pass mal auf, wir erlauben euch die Gegenden, wo ihr sowieso dominiert als Russen, die kriegt ihr und dafür macht ihr Schluss mit dem Krieg und dafür werden Regelungen für andere Bereiche gefunden. Das war so eine Möglichkeit, die man so 2014, 15 gehabt hätte, dass man dort mit denen sich verträgt und dass man nicht einfach die Russen ausgrenzt. Da war denn zum Beispiel Barack Obama, der sagte, Russland ist ein drittes Land oder so fast Bananenrepublik, mit denen muss man gar nicht mehr rechnen. Und wenn man sowas sagt, und die sind natürlich stolz und haben das ist nach wie vor die stärkste Macht, die man sich vorstellen kann, dann, wenn man die so vor den Kopf stößt, dann wird man denn auch mit solchen Gegenreaktionen rechnen müssen. Also wenn man ein ungezogenes Kind zu Hause hat, das kann man auch nicht nur bestrafen, das muss man ermutigen und man muss den bessere Wege finden, sonst wird es nur schlechter. Und das wird mit der Situation genauso. Die hätten sagen sollen, wir regeln jetzt das und der russische Präsident, der gehört natürlich immer mit in die Gruppe der großen Staaten, wenn sie diskutieren oder die Olympiade, da dass sie die Russen da nicht mitspielen lassen, wo die Olympischen Spiele das Allerwichtigste und für die Russen gewesen sind und da dürfen sie nicht mitspielen, dann sitzt der in der Ecke, beißt sich in die Hand und ist ganz wütend und denkt sich irgendwas aus, dass er ein bisschen Unruhe stiftet und dass man wenigstens merkt, dass er doch eine Rolle spielt. Also jetzt war gerade eine Gelegenheit, wo die wählen haben lassen, da in Luhansk und Donetsk und dass man dort sagt, okay, wir sehen mal, was da rauskommt. Und wenn dort die meiste Bevölkerung sagt, wir wollen an Russland uns anschließen, dann würde man sagen, okay, dann hast du dein Ziel erreicht und dann machst du Schluss mit dem Krieg. Und wenn ich mir überlege, in diesen Gegenden, wo 75% Russisch sprechen und wo die Leute bestraft werden, wenn sie in der Öffentlichkeit Russisch sprechen, da merkt man doch, dass da etwas faul ist und dass nicht nur das Böse von der einen Seite kommt, das kommt von beiden Seiten. Und wenn ich dort eine Möglichkeit finde, dort anstelle des Völkerrechts das Menschenrecht hochzusetzen, das ist doch viel wichtiger als Völkerrecht, was sich ein paar Staatsmänner dort ausgedacht haben, machen mit dem Bleistift da irgendeine Linie und das eine gehört da, das andere dort. Dann fragt man die Leute, die da wohnen und die geben
den Auskunft, wo sie zugehören wollen. Und wenn die Mehrheit sagt, wir wollen zu Russland gehören, soll man es akzeptieren. Und dann hätte man die Möglichkeit jetzt vor kurzem gehabt, uns zu sagen, pass mal auf, wir machen das so, wir beobachten allerdings diese Wahl. Und wenn wir alle gemeinsam feststellen, dass die Leute lieber nach Russland wollen, dann sollen sie das auch machen. Und dafür, Putin, hörst du mit dem Krieg auf. Das wäre gegangen, schätze ich mal, ziemlich sicher. Es gab Anfang April, Mai mehrere Versuche zu Verhandlungen, die auch recht fruchtbar angelaufen sind über Türkei. Aber jedes Mal kam die englische Regierung dazwischen. Boris Johnson tauchte auf in Kiew und danach war das alles vom Tisch. Also wir sehen eigentlich, dass es von Seiten des Westens kein Bestreben gibt, hier an einer Deeskalation zu arbeiten. Im Gegenteil, jeder Mensch, der so wie Sie argumentiert, steht hier ziemlich allein auf weiter Flur und muss sich dann auch noch anhören lassen, einen völkerrechtswidrigen, illegalen, brutalen Angriffskrieg zu rechtfertigen, gerade aktuell im Bundestag Paragraf 130 verschärft worden, der Paragraf, der sonst eigentlich eine Holocaustleugnung unter Strafe stellt. Jetzt gilt sogar, wer einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, also sinngemäß jetzt zitiert, legitimiert und öffentlich rechtfertigt, kann damit jetzt schon rechnen, wenn der Staatsanwalt diesbezüglich auch der Argumentation des Anklägers nachgeht. Wie sehen Sie denn diese Entwicklung, die jetzt hier gerade stattfindet? Also kein Politiker, der irgendwie was zu sagen hat, traut sich mit solchen Argumenten wie Sie in die Öffentlichkeit. Also das kann ja nur noch weiter eskalieren. Ja, na gut, mir kann ja nicht mehr viel passieren. Ich bin 75 Jahre und dann habe ich das Wichtigste in meinem Leben schon hinter mir. Aber wenn man sich, man muss die Sachen immer mehr mit Abstand sehen. Sagen wir mal, wenn die Amerikaner, ich meine, ich bin nicht jemand, der auf die Amerikaner immer schimpft, auf den rumhackt, aber die sind dominierend in der Welt im Augenblick noch. Wenn die Russen schwach sehen, wie Barack Obama das ja schon prognostiziert hat, dann haben sie die Oberhand. Und wenn die Amerikaner sagen, wir verkaufen unser Erdöl oder irgendwas an uns, dann verdienen sie. Und wenn je mehr können die verkaufen, je weniger Russland uns Gas liefert. Also mir war das damals schon klar, das sollte man nicht machen, so viel Gas aus Russland kaufen, sondern lieber die eigenen Atomkraftwerke hochfahren oder noch mehr von diesen modernen Kraftwerken, die völlig ungefährlich sind, effizient und gar nicht so schädlich, wie das immer angegeben wird, aus Ideologiegründen. Wenn man die Energie jetzt nicht aus Russland holt, aber die Amerikaner hatten ein großes Interesse, dass Nord Stream 2 nicht in Aktion kommt oder dass es nicht gebaut wird. Man sieht daran, die haben ein ganz bestimmtes Interesse. Oder die Amerikaner freuen sich darüber, wenn in Russland mit der Ukraine Krieg getrieben wird, weil dadurch Russland geschwächt wird und dadurch dominieren die Amerikaner immer mehr. Die werden sich übrigens noch ganz schön umsehen, wenn dieser Hitler-Mechanismus, den wir jetzt in China haben und beobachten, wenn das sich weiter durchsetzt, dann wird es dann wieder Auseinandersetzungen geben mit den Chinesen. Was meinen Sie mit Hitler-Mechanismus? Was meinen Sie da? Wenn Sie mal gucken, wie der Xi Jinping dort 100.000 Soldaten auf dem großen Feld exerzieren lässt, alles ganz genau rechtwinklig marschiert da und dahin, und wie er ankündigt, wie stark sie sind. Wenn Sie diesen Parteitag sehen, wo sie diesen Hu Jintao abgeführt haben. Mhm. Es ist unglaublich, was da passiert. Und also da gibt es noch 100 Sachen über China. Ich habe in China natürlich auch groß was aufgebaut und habe mich gefreut, dass ich dieses Volk unterstützen kann in wissenschaftlicher Hinsicht, für die Diagnostik, für die Medizin. Und ich habe auch Hunderte von Instituten in China, die immer auf mich gehört haben, weil ich ihnen für die Autoimmun spezialisiert bin, Autoimmundiagnostik und Serologie, weil ich ihnen sie unterrichtet habe. Ich bin auch Professor in Wuhan und die haben also so viel profitiert von uns und jetzt sehen wir plötzlich, dass wir, sagen wir mal, man hilft dem Herrn Oberst auf das Pferd und dann kriegt man von dem einen Tritt, dass man Platz macht, dass er schnell wegreiten kann. Was so heißt denn diese aktuelle Entwicklung, gerade diese öffentliche quasi Demütigung von dem ehemaligen Regierungschef Hu Jintao und er sitzt neben Xi Jinping und der guckt ihn auch noch an, ist das jetzt echt wirklich und also eine ganz klare Inszenierung. Wie schätzen Sie das ein? Was bedeutet das gerade für den internen Machtkampf in der Kommunistischen Partei in China? Wo geht es dahin gerade?
Das geht dahin, dass eben der Xi Jinping so als Alleinherrscher dort etabliert ist. Und das ist dann nochmal eine Dokumentation davon. Es ist etwas ganz Schlimmes. Und aus meiner Sicht sollte man darauf das ganz genau beachten. Und das, was China stark gemacht hat, das ist natürlich, dass sie ihre Produkte international verkaufen können oder für unsere Unternehmen, die dort in China Verkäufe tätigen, die sollten sich da ganz schnell rausziehen. Man sollte da aufhören, in China zu produzieren oder man sollte aufhören, chinesische Produkte zu kaufen. Man sollte sehen, die sich wieder selbst überlassen, dann werden sie mal ganz schön wieder auf den Boden der Tatsachen kommen. Mhm. Und dann werden sie vielleicht auch sehen, das muss vielleicht sogar passieren, dass dieser Alleinherrscher, der sich hier wie Adolf Hitler dort etabliert hat, dass die ganzen Chinesen gegen den sind, weil sie merken, dass die Weltöffentlichkeit damit nicht einverstanden ist. Mhm. Einen Hafen in Hamburg Anteil an die Chinesen verkaufen, das ist natürlich die allergrößte Dummheit. Aber das ist den Politikern, unter denen wir zurzeit so zu leiden haben, mhm, ist das genau zuzutrauen, dass sie sowas machen. Ganz aktuelle Meldung vom Tage, dass also jetzt dieser Anteil von Costco, von diesem chinesischen Staatskonzern von 35% auf 24,9% runtergeschraubt worden ist. Jetzt ist der Deal unter Dach und Fach, weil sie haben kein Vetorecht, sie können keine Vorstände benennen, so nach Motto, jetzt kriegt er nur einen kleinen Teil, dann ist es nicht so schlimm. Aber Sie sehen das kritisch, dass sich hier China auch in kritische Infrastruktur wie den Hamburger Hafen mit einkauft, oder? Ganz sicher. Das machen sie ja überall. Sie sind auch in Afrika oder nach meinetwegen der Hafen in Piräus, der gehört den Chinesen. Aber sie sind überall, um sich da breit zu machen mit ihrer Seidenstraße. Und ich glaube, solange das so ein Unrechtsregime sich etabliert, solange sollte man den Chinesen zeigen, dass wir das nicht mögen. Verstehe. Also meinetwegen Taiwan, ganz klar. Man muss den Taiwanesen, muss man Botschaften einrichten und nicht sie dann einfach so hängen lassen. Ein-China-Politik sofort weg davon. Und man muss auch in Taiwan dort sich positionieren. Es gibt vielleicht das mit dem Atlantik, da sind sie zu weit weg, aber die sollten Verträge haben und die sollten dort Soldaten stationieren, dass ja nicht der Chinese kommt und glaubt, dass er das einnehmen kann. In Taiwan ist der höchste Lebensstandard. Die höchste Freiheit in ganz Asien findet man in Taiwan und man sollte diese Insel nicht den Chinesen opfern. Ich hatte ja gehofft, so wie Deng Xiaoping oder wie das sich so entwickelt hat, dass in China es immer freier und schöner wird und dass dann die Taiwanesen von selber sagen, ach, wir möchten da auch dazugehören. Das wäre der einzig sinnvolle Weg, wie man das Land vereinigen kann. Und ich hatte da mal einen großen Vortrag in Xiamen, das ist gegenüber von der Taiwan-Insel. Und dann habe ich den Chinesen gesagt, ich wünsche, dass ihr das auch so schafft, so leicht und schön, wie wir es in Deutschland geschafft haben, das Land zu vereinigen, dass ihr diese Insel wieder kriegt. Ich habe einen riesen Applaus gekriegt. Und ich rechne aber, die DDR ist deswegen zu uns gekommen, weil die Leute alle sehen konnten, wie schön es im Westen ist und dass wir nicht so im Westen nicht nur Ausbeutung herrscht, sondern dass da eine freie Atmosphäre damals geherrscht hat. Inzwischen geht da auch so einiges in die Brüche. Lassen Sie uns nochmal zurück zu unserem Land kommen. Wie sieht denn, also anders gesagt, durch die Zerstörung der Nord Stream Pipelines ist ja diese Versorgung für uns jetzt dauerhaft abgeschlossen, also gibt es nicht mehr. Wir sind jetzt auf andere Rohstoffe angewiesen, Flüssiggaslieferungen von Amerika oder von wo sonst auch her. Die Schiffe gibt es zwar noch nicht und die Verträge auch nicht, aber unsere wirtschaftliche Situation hat sich drastisch verändert. Was wird in der nahen Zukunft auf den Industriestandort Deutschland zukommen, weil wir ja jetzt schon Entwicklungen diesbezüglich sehen, immer mehr Firmenpleiten, Konkurs, Mieter haben Probleme, ihre laufenden Kosten zu halten. Wie prognostizieren Sie das? Also sagen wir, es hat jemand Magenkrebs, als Arzt würde ich sagen, den operieren wir den raus. Und was die zurzeit machen, die kleben da und dort ein Pflaster hin. Da wird der Krebs nicht behandelt. Mhm. Die sind Dilettanten am Werk, die damit nicht zurechtkommen. Und ich habe natürlich die Zuversicht,
dass immer nach einer schlechten Zeit wieder eine gute kommt. Und vor 2000 Jahren haben die Römer über die schlechte Jugend geklagt, aber es ist dann doch immer wieder neue Jugend dazu gekommen und die Alten wurden ausgewechselt. Und es hat sich doch alles in eine positive Richtung, würde ich sagen, entwickelt. Und ich rechne damit, dass auch wir irgendwann mal diese Dilettanten in den Regierungen und im Bundestag abschütteln, dass sich Leute herausbilden, die große Figuren wie damals zum Beispiel Adenauer oder Brand. Auch, ja, es gab so etliche, die gute Beispiele waren. Sogar der Schröder hat sich zu einem guten, tollen Politiker entwickelt. Oder auch sogar Joschka Fischer, der war damals, hat der krakeelt auf der Frankfurter Flughafen, Verlängerung der Stadtbahn. Und wie der dann mal in Nizza war und da hat die EU sich zusammengefunden, hat der einen großen Vortrag gehalten, hat man gesehen, die entwickeln sich manchmal zu guten Persönlichkeiten. Ja, bei der Personalie Fischer würde ich Ihnen jetzt widersprechen, da ist mir das Massaker von Račak noch irgendwie blöd in Erinnerung, der Kosovo-Krieg, der auch maßgeblich durch Unterstützung der Grünen damals aufgrund einer Lüge durchgeführt worden ist. Da gibt es bei mir eine Kerbe in der Vita bei dem. Ja, ja. Da habe ich dann vielleicht das nicht alles im Blick. Ja, aber egal, darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir, das politische Personal müsste zur Einsicht kommen oder müsste ausgetauscht werden. Aber wirtschaftlich, was heißt denn das jetzt für unsere Kleinbetriebe, wenn die eine Bäckerei statt 100.000 Euro Strom plötzlich 1 Million Euro Strom im Jahr zahlen muss durch die großen Öfen, die sie da haben in ihren Ketten? Da kann ja kein Mensch mehr wirtschaftlich noch handeln hier. Man muss darauf trauen, dass sich der Ölpreis wieder reduziert. Übrigens, die Unfähigkeit unserer Politik. Da fährt der Kanzler in Arabien herum und versucht, die Versorgungssicherheit herzustellen mit Öl. Und unmittelbar darauf drehen die den Ölhahn zu. Das war jetzt zu hören, dass die auf einmal die OPEC-Staaten gesagt haben, reduzieren die Förderung drastisch. Da sieht man diesen Kanzler, den wir haben, den muss man dringend auswechseln, weil er unfähig ist, etwas dort zu schaffen. Der kann nur quatschen. Und deswegen hoffe ich ja, dass viele Leute darauf aufmerksam werden. Es gibt mehrere Themen, wo man sagen kann, das kann man ändern. Ich kann zum Beispiel sagen, wir lassen die Atomkraftwerke mal wieder richtig laufen. Und das, bevor man den sagt, du kannst nicht so ein Atomkraftwerk mal 4 Wochen laufen lassen und dann wieder Schluss, sondern man soll sagen, man lässt die 5 Jahre laufen und dadurch wird ganz viel Öl gespart und wir brauchen weniger Gas und wir schädigen das Klima nicht in dem Maße, denn die Atomkraft, schädigt das Klima nicht. Mhm. Und dass man diese Ziele nicht erreicht, die man sich bis 2020 damals gesetzt hat, ist maßgeblich darauf zurückzuführen, dass eine dumme Person veranlasst hat, nach Fukushima, dass hier alle Atomkraftwerke abgeschaltet werden sollen. Und da muss man einfach da mal ein paar schlaue Leute daran lassen. Und man sollte neue Atomkraftwerke bauen. Solche, die so sicher sind, wie die Deutschen konstruiert haben. Wenn bei unseren Atomkraftwerken mal so eine Überreaktion stattfindet, der wird zu heiß, dann fliegt das ganze nukleare Material ein bisschen auseinander und wird unterkritisch. Das war in Tschernobyl nicht der Fall, zum Beispiel. Mhm. Und die bauen 200 Atomkraftwerke, die nichts taugen. Also ich bin mir nicht ganz sicher mit der Zahl, aber in der Größenordnung muss das sein, in China, Russland und von dort aus in verschiedene andere Länder geliefert, werden schlechte Atomkraftwerke gebaut. Anstelle, dass man die hochsicheren deutschen Atomkraftwerke laufen lässt und dass man bei uns zeigt, wie toll das geht und dass man dadurch die meiste Energie gewinnt, anstelle das Klima zu schädigen. Und daran sieht man auch, wie heuchlerisch die Grünen sind, dass sie sagen, ja, Atomkraft, das machen wir nicht, höchstens noch bis nächsten April. Aber dass sie dadurch das Klima retten könnten oder die Klimaerwärmung oder die Erwärmung der Erdatmosphäre
dass sie das reduzieren könnten. Da reden sie nicht davon, sondern die lassen die Leute in der Angst, dass Atomkraft ja ganz gefährlich sei. Und davon profitieren sie, weil die Leute das nicht alles verstehen und nicht durchschauen können. Die sagen sich, die Grünen wählen wir, weil die für unsere Sicherheit sind. Das Gegenteil ist der Fall. Mit den Verbrennungsmotoren ist das genau dasselbe. Wenn man vor 30, 40 Jahren, wenn man da in Würzburg, wo ich studiert habe, durch die Stadt gelaufen ist, da war überall ein dicker Qualm. Oder wenn Sie in Dresden vom Fußballstadion weggegangen sind, haben Sie mit den Zweitaktern Gestank und Qualm gehabt. Unglaublich viel. Und Sie merken heute gar nicht, wenn Sie den dichtesten Verkehr in der Stadt haben, Sie merken das nicht mit der Nase, dass da die Verbrennermotoren laufen. Und wenn man heute einen Dieselmotor nimmt, den modernen, in Deutschland hergestellten Dieselmotor, da kommt die Luft sauberer raus als rein. Es ist unglaublich. Und wenn Sie mal sehen, dann sind Sie in dem Punkt auch wieder den Amerikanern auf den Leim gegangen. Die Amerikaner können keine so guten Autos bauen wie die Deutschen im Großen und Ganzen. Und dann sagen Sie, ihr seid so gut in den Dieselmotoren, dann setzen wir die Norm jetzt mal so hoch, wie ihr sie im Augenblick nicht erreichen könnt. Und dadurch ist der Verkauf von Dieselmotoren oder dieselmotorbetriebenen Autos in den USA ganz stark behindert worden. Also das ist etwas, und dann hat natürlich die Dummköpfe da, die haben dann da gemogelt mit einer von der Firma Bosch entwickelten Software, die nannten die Akustikfunktion, hat mit Akustik gar nichts zu tun, sie wollten nur eine TAM-Bezeichnung dafür haben. Akustikfunktion von Bosch hat diese Betrugssoftware, haben die gemacht dafür. Und dadurch haben sie sich so selbst beschädigt, dass sie dann doch viele ihrer Autos nicht verkaufen konnten. Und die Deutschen sind natürlich darauf reingefallen. Und wenn man und dann sagt man, ja, das ist sowieso Dieselmotoren, das ist was Schlechtes. Die Dieselmotoren, die gehören aus, oder jeder Verbrennungsmotor. Und dann sitzt die diese unbegabte Kanzlerin da mit diesem Käser, dem Chef von der Firma Siemens, die sitzen dann im Flugzeug zusammen und unterhalten sich. Und der Siemens-Elektromann, der sagt, ja, man muss alles mit Elektromotoren machen. Genau. Und die hört dann auf jeden. Und warum sagt er das? Weil er die Patente für die Verbrennungsmotoren nicht hat und weil er aber Elektromotoren kann. Und dann redet der, flößt er das dieser schlechten Kanzlerin ein und die sagt, ja, das machen wir so, Atomkraftwerke abschalten. Vom Ende her denken, hat sie immer gesagt, genau. Sich warten, welche Meinung, vom Ende her denken muss man das Ganze. Sie hat immer eigentlich gewartet, welche Meinung sich bildet und hat sich dann auf diese Meinung draufgesetzt und als ihre eigene verkauft. Herr Stöcker, ich habe noch eine Frage am Schluss und zwar diese letzten 2,5 Jahre seit Beginn der Pandemie, die haben unsere Gesellschaft ja mehr oder weniger komplett zerrissen, zum einen in Geimpfte, Ungeimpfte. Jetzt haben wir die Situation durch den Krieg pro Russland, kontra Russland, eine Hysterie nach der anderen jagt das ganze Land. Glauben Sie, dass wir wieder in ein gesundes Miteinander das Wort ist ja schon toxisch aufgeladen, Volksgemeinschaft zurückkommen, dass wir nicht permanent nur offene Gräben haben? Sehen Sie eine Chance, dass wir diese Gräben zuschütten können und als Gesellschaft wieder so wie in den 70er, 80er oder 60er bis 90er Jahre vorankommen, dass es vorwärts geht, mehr oder weniger? Oder ist der Zug abgefahren in Ihrer Meinung und wir müssen erst noch durch die Talsohle schreiten? Ich bin immer Optimist und ich meine, durch die Talsohle zu schreiten, ist ja nicht verkehrt, dann kommt man ja am anderen Ende wieder nach oben. Und wenn man vielleicht das erreichen könnte, dass die Medien nicht einseitig unterwandert werden, dann, dass man als Nachrichtensprecher nicht seine Meinung äußern sollte, sondern dass man Fakten darbringt und dass sich jeder seine Meinung selber bildet und dass niemand dem anderen vorschreibt, was er zu denken habe. Das gab ja auch durch diese Ausländerpolitik, die damals so schlimm um sich gegriffen hat, dass man da plötzlich viele Millionen Leute aus dem Ausland zu uns reingelassen hat, die aus wirtschaftlichen Gründen großenteils sich bei uns niedergelassen haben. Solche Dinge, das ist dann auch das, was Sie sagen, dass die Gesellschaft so polarisiert wird, das ist dann auf dem Gebiet.
Man muss dafür sorgen, dass jeder seine Meinung frei sagen kann und dass nicht Leute, die in den Bundestag gewählt werden, als Abschaum bezeichnet werden, wie das der Özdemir zum Beispiel gemacht hat oder irgend so eine Tante von der SPD. Die dürfen das nicht machen. Und die werden dann auch nicht zurechtgewiesen. Es muss Anstand, Vernunft und gute Diskussion, das muss sich wieder etablieren. Ich habe aber kein Rezept, wie man das wieder schafft. Sagt der Arzt, Erfinder, Forscher, Unternehmer, Professor Winfried Stöcker. Ich danke Ihnen sehr für dieses wirklich sehr anregende Gespräch und mit Ihnen in diese Themen einzutauchen, hat mir sehr gefallen. Ich wünsche Ihnen, Ihrem Unternehmen, vor allem auch Ihrer Familie, alles Gute in dieser Talsohle, wann immer sie auch wirklich kommen wird. Herzlichen Dank nochmal für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen herzlich für das Interview, dass ich das mit Ihnen durchführen durfte. Es war mir eine Ehre. Vielen Dank. Ja. Tschüss. Soweit also die Gedanken von meinem Gast, Professor Winfried Stöcker. Selten so viel vernünftige Worte in einem Gespräch gehört und ich würde mir wünschen, dass Menschen von seinem Format hier wirklich mehr zu sagen haben. Also, vielen Dank fürs Interesse, liebe Zuschauer. Alles Gute für Sie und Ihre Familien. Bis zum nächsten Mal bei uns bei Steinzeit.